Hallo, ihr Lieben, und willkommen zurück bei Assassin's Creed Mirage. Und wir sind hier ja letztes Mal reingestartet, haben unseren Basim nochmal neu kennengelernt, wie er in Bagdad als Taschendieb sich durchgeschlagen hat. Was ist das? Schon wieder so eine Anomalie? Mache ich gleich. Und letztendlich bei den paar Borgnen gelandet ist, weil er etwas stehlen wollte vom Rat der Ältesten. Und es ging gehörig schief. Und jetzt sind wir hier zurück in Bagdad, weil wohl der Kontaktmann vom, nee, nicht Rat der Ältesten, Orden der Ältesten, weggeschnappt wurde. Und wir jetzt rausfinden müssen, wie es weitergeht. Was ist das? Codex aktualisiert die Gründung Bagdads. Ah! Okay, wen es interessiert, der kann es sich ja mal kurz durchlesen. Ich habe bei sowas mal keine Lust, es durchzulesen. Ich vergesse es eh direkt wieder. Ja, das mit dem Inventar verstehe ich halt immer noch nicht. Ah, jetzt kann ich es anklickern. Ah, das ist mein Rang. Ich habe einen Fertigkeitspunkt, den können wir ja. Was hatte ich denn hier? Ach ja. Da machen wir jetzt das automatische Einsammeln. Haben wir wieder den Orden der Ältesten. Wildnis, empfohlener Rang, Eingeweihter. Ah ja, habe ich eine Karte? Ich habe eine Karte. Entschuldigung. Das ist also. Hier werden wir uns bewegen in dem Rahmen. Das ist ja schon ordentlich. Ah, hier sehen wir schon den Attentäter. Was wir schon alles gefunden haben. Ich will mal ganz kurz was in den Einstellungen checken. Moment. Okay. Und wir sollen jetzt genau das Bruderschaftshaus suchen. Oh, verdammt, diesmal hat mein Reittier sogar Ausdauer. Okay. Das funktioniert also immer noch. Keine Ahnung warum, aber mir ist gerade das Spiel abgeschmiert. Also es ging wirklich einfach aus. Was schubsen die sich denn hier? Eine Flut an Erinnerungen, verdorben von dem, was ich nun weiß, lauert hinter jedem kleinen Streit. Jeder sauren Miene. Ein Oh Schmerz, Gott. den ich gut kenne und nun lindern werde. Sitzt da eine im Käfig und wartet darauf, dass er als nächstes dran ist oder was? Oder einer? Das ist dezent abartig, Leute. Babalgutrabu, ich habe keine Ahnung, Leute. Tut mir leid, ich kann das nicht aussprechen. Welch vertrauter Anblick. Sei gegrüßt, Bagdad. Zeige mir, was ich vermisst habe.
Da ist was zum Sammeln. Harbier. Handelsplatz der Welt. Ah ja. Da kann ich wahrscheinlich Reittiere kaufen oder so ähnlich. Da sind schon Truhen eingezeichnet. Ort entdeckt, Metallfertigung. Haben wir hier irgendeinen? Ich sehe nichts. Finde mit Enkidus Hilfe Ziele. Mit B. Da also. Das ist eine Schmiede, das wird ein Aussichtspunkt sein. Händler. Keine Ahnung, muss ich mal in die Legende gucken und eine Schneiderei. Ich reite jetzt einfach um. Oh, coole Karte. Kann ich hier irgendwo durchreitern? Ich lasse das jetzt hier stehen. Bruderschaftshaus Harbier. La la la. Das ist also ein Bruderschaftshaus der Verborgenen. Ich hätte eine Hütte erwartet. Einige sind das auch. Andere sind mit Gold verbrämt. Wo wir uns auch niederlassen, es zählt nur, dass unsere Anwesenheit ein Geheimnis bleibt. Das ist hier mit Sicherheit der Fall. Hast du etwas Hilfreiches gefunden? Nichts dazu, wo Ali sich befinden könnte. Aber Nur stand in Kontakt zu jemandem namens Beshi. Ich kenne diesen Namen, einer von Alis engsten Verbündeten in der Rebellengruppe. Er arbeitet am oberen Hafen. Sieh nach, ob er dort ist. Womöglich kann er uns etwas über Alis Verschwinden erzählen. Hier habe ich etwas. Wie es scheint, hat Nur diesen ganzen Bezirk aufgezeichnet und das Manufakturgebiet im Norden markiert. Was gibt es dort? Anhänger der Rebellen. Wenn Nur aus irgendeinem Grund dort war, sollten wir dem nachgehen. Verstanden. Das ist keine heiße Spur, doch immerhin ein Anfang. Fulat und ich werden sehen, was wir noch herausfinden können.
Sei vorsichtig. Nachforschung. Das Nachforschungsmenü zeigt den Fortschritt deiner Nachforschung und Fälle an. Das Ausrufezeichen wird angezeigt, wenn das Menü neue Informationen enthält. Fälle enthüllen. Um Fälle zu lösen, benötigst du Hinweise. Diese findest du, indem du Orte besuchst und Leute in der Welt hilfst. Untersuche einen Hinweis, nachdem du ihn entdeckt hast, um mehr Informationen zu erlangen, die deine Nachforschung voranbringen könnten. Fälle verfolgen. Wenn ein Fall verfolgt wird, werden Informationen dazu auf der Karte, auf dem Kompass und im Questlog angezeigt. Wenn du in einem Fall Fortschritte machst, bekommst du auch bei Bassins Nachforschung und seiner Geschichte voran. Beshi, ein Hauptmann der Aufständischen, der im oberen Hafen arbeitet. Finde Nurs Kontaktperson. Ja. Okay, ja. Die kann ich verringern. Also muss ich wieder... Oh, das geht wieder los. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass ich vorankommen muss. Verkleidungen. Ich kann färben, okay. Die Weltkarte. Sieht ja schon geil aus. Okay. Wo muss ich raus? Da muss ich raus. Ja. Roshan könnte mehr wissen. Da war ich doch gerade. Okay, ich gehe erst noch mal zu Roshan. Oh ja, ich hab's verstanden, Leute. Gibt es noch irgendetwas, das du mir über Shari erzählen kannst? Warum sollte sich Nur dafür interessieren? Die Menschen dort sind stumme Unterstützer der Aufständischen. Einfache Leute. Arbeiter. Händler. Wenn ich so darüber nachdenke... Nur erwähnte tatsächlich einen neuen Kontakt. Einen Händler. Vielleicht wohnt er in Shari, bei den Lederfärbern der Manufaktur. Ich werde nach einem Stand Ausschau halten. Alles klar. Ganz kurz will ich nochmal was gucken. Okay, ist schon ganz gut. Legende. Questziel, nicht über Questziel auffinden. Die 40 Räuber. Aussichtspunkt. Synchronisierter Aussichtspunkt. Bekannter Aufenthaltsort. Entdeckter Ort. Bruderschaftshaus. Davis Schladen. Gibt's den noch? Buchsammler. Historische Städte. Ausrüstungstruhe. Verlorenes Buch. Rätselhafte Scherben. Rätsel. Geschichte von Bagdad.
Dienste, Händler, Schmiedeschneiderei, Stahl, Kartenmacher, Söldner, Musiker, Händlergruppe, Monadi, was ist Monadi, geheimer Eingang, sonstiges, abgeschlossene Aktivität und die Fotos. Ich würde gern erstmal zum Aussichtspunkt. Schmiede. Historische. Ah, hier kann ich mir nur noch. Das hole ich mir. Hä, ist jetzt doch unter mir? Wollt ihr mich jetzt veralbern? Och Leute, das finde ich nicht lustig. Ja, jetzt wird mir wieder angezeigt von wegen weiter oben. Da oben oder was? Die Gebrüder Bano Musa, alles klar. Ich werde es aber wahrscheinlich wieder so handhaben. Was sich so, während ich hier die Quests mache, anbietet, mitzunehmen, das werdet ihr dann auch mitsehen. Aber es wird wahrscheinlich wieder einige Sachen geben, die mache ich dann oft, weil wer weiß, wie viele Videos ich dann hierzu drehe. Na, kommt ihr nicht raus? Vorbei. Na komm, da kannst du ja wohl dran springen. Da kann ich was klauen. Doch jetzt kommt jetzt jeder raus. Aha, hier ist es dann. Das ganze Ding ist Sarbia, okay. Ah, okay. Der würde mich wieder reinwaschen. Nein. Was war denn das nochmal? Bekannter Aufenthaltsort, entdeckter Ort, okay. Die Vöglein singen, ist das nicht schön? Bürger, der Kalif erinnert daran, dass... Weise mir den Weg.
Höret, angehende Reisende! Der Sahib Ashok. Herr war Manufaktur. So wie die ich latsche hier einfach durch. Die schönen Färbemittel. Dir haben. Guten Tag. Einen Augenblick. Derwisch. Tatsache, der lebt noch. Asim. Azizi. Ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, du wärst tot. Das dachte ich von dir auch. Was machst du hier? Deine Kleidung. Du bist nun einer von ihnen? Wie das? Ich bin ein Verborgener unter Roshans Führung. Na, dann mach doch, was du willst. Verzeih mir, das ist alles zu viel. Als ich dich unter den Toten nicht fand, hoffte ich, dass du irgendwie entkommen wirst. Ich habe nächtelang für dein Überleben gebetet, dass du in Sicherheit bist. Heute zeigt mir Allah, dass er mich erhört hat. Ich bin deiner Gebete nicht würdig. Was in jener Nacht geschah, war nicht dein Werk, sondern das böser Männer. Das weißt du. Deswegen hast du dich entschieden, diesen Weg zu beschreiten. Deswegen bin ich nun in Bagdad. Ali ibn Muhammad ist ungestüm und sieht sich selbst als der Mahdi. Ich verachte den Mann, aber wir kämpfen gegen denselben Feind. Einen, bei dessen Niedergang ich helfen muss, wenn meine Seele je ruhen soll. Es ist also wahr. Du bist der Rebellenhändler, der Nur geholfen hat. Wie ist es ihm ergangen? Sein Leben hängt in der Schwebe, aber er ist bei meinen Leuten sicher. Ich setze seine Arbeit fort und jage die Unterdrücker Bagdads. Ali half Nur dabei, sich einem solchen Mann zu nähern. Aber wie du vielleicht weißt, sein ist er Umhang geht durch den Hocker. Er ist nicht verschwunden. Er wurde gefangen. Ein Schicksal, das er gerade mit vielen Aufständischen teilt. Weißt du, wo er festgehalten wird? Er wurde zur Wache von Beb Khurasan gebracht. Aber das ist schon Wochen her. Du beherrschst schon ihre Abgänge. Es war schön, dich wiederzusehen. Pass auf dich auf. Du magst jetzt in besseren Händen sein, doch ich bleibe ein nörgelnder alter Mann. Und Basim, wenn du dich mal etwas diebisch fühlst, komm mich besuchen. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Für die gute Sache, versteht sich. Natürlich. Solange der Derwisch-Artefakte, den die Leute auf der Straße aus den Taschen stiehlt, bringen sie regelmäßig zu Derwisch-Laden, um belohnt zu werden. Ja, finde heraus, wo sich Ali findet. Ali wurde zur Wache von Bab Khorasan gebracht. Ah, okay. Nein, halt. Wollte eigentlich noch gucken. Aha, auf einer Bank kann ich meditieren. Ich kann auch wieder lauschen. Das ist schön. Derwisch, der berühmteste Krämer Bagdad, sucht nach seltenen Artefakten, die er verkaufen kann, um den Aufstand aufrechtzuerhalten. Diese Artefakte sind unter der Bevölkerung der Stadt verteilt. Benutze das Adlerauge, um Ziel zu entdecken und ihnen die Artefakte zu stehlen. Kehre zu Derwisch Laden in Habia zurück, um für deine Hilfe belohnt zu werden.
hab doch alles. Warum ist da noch ein Ausrufezeichen? Da. Ach, dafür brauche ich jetzt 2 Punkte. Ach, dann holen wir uns das Treten noch. Ah, okay. 3 Artefakte. Halt. Was war das? Achso, das ist der Laden, oder? Ja. Ah, okay. Sie werden mir hier sogar markiert. Na gut. Boah, das war ein ganz schön enges Ding. Aber das bin ich auch. Leihe mir deine Augen. Dankeschön, Inkido. Ich glaube, das ist so hieß. Ich hätte den Namen schon wieder vergessen. Das Wasser sieht ja lecker aus. Das könnte Beshi sein, der da seine Männer anheizt. Wir stehen Seite an Seite. Und sollte einer fallen, dann hilft sein Nebenmann ihm auf. Wir wurden niedergetreten, gespalten. Und doch sind wir noch hier. Und solange wir Atem schöpfen, wird dieser Kampf weitergehen. Also wetzt eure Klingen. Kann ich ihn nicht anquatschen? Betet zu Allah um seine Führung. Denn heute sehe ich einen großen Sieg am Horizont. Ne, ich will nicht meditieren. Jetzt kann ich meditieren. Bist du Beshi? Ich gehöre zu Nur. Du kanntest ihn, oder? Ich kannte ihn. Zuletzt sah ich, wie er aus der Stadt gejagt wurde. Lebt er? Gerade so, aber er ist in Sicherheit. Der sture Hund. Wie soll ich dich nennen? Basim. Nun denn, Basim. Hast du noch eine andere Klinge als dieses Buttermesser? Du könntest durchaus etwas Größeres gebrauchen. Wofür? Nicht auf die Größe kommt an, sondern auf die Technik. Noch nicht ganz. Das hier ist nur die Hälfte meiner Männer. Der Rest wird die Straße hoch im Hafen festgehalten. Wir könnten zu wenige sein, um einen Angriff zu wagen. Wenn du deine Männer retten willst, sollten wir mit Bedacht vorgehen. Ich gehe alleine. Leise. Lass deine Männer hier warten und jene geleiten, die wir befreien. Ihr Verborgenen denkt alle gleich. Aber ihr denkt klug. Der Esel. Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Thank you.
Geh woanders hin. Halt dein Maul. Dachte, ich hab noch eins, verdammt. Ich hab doch Q gedrückt. Hier juckt es nicht. Geh zum Anleger. Finde Beshi. Ich wollte gerade sagen, der wartet jetzt nicht ernsthaft auf mich, oder?
Und die juckt es nicht. Berufsrisiko, ne? Nein, geh runter. Geh runter, bitte. Och, was ihm. Vielen, vielen Dank. Neue Befehle. Ich stieß auf Probleme bei der Beschaffung von Arbeitern aus dem Westen. Diese Angelegenheit geklärt ist, werden wir kaum genug Männer haben. Für den Moment sollten daher alle Rebellen, die ihr abfangen könnt, verschont und inhaftiert werden. Ich werde mich hier um sie kümmern. Die Fähigkeit unter ihnen werde ich einsetzen und mich hier später entledigen. Seid versichert, dass eure Entlohnung entsprechend höher ausfallen wird. Al-Ghul. Irgendwo war noch eine Truhe, die ich nicht gesehen habe. So ja nun nicht. Bastian, kannst du mal aufhören, so zu schnaufen? Das ist richtig abartig. Komme ich denn da ran? Aus welchen Gründen kann ich das Ding ja nicht rausziehen? Warum hat er jetzt gepfiffen? Ich habe nicht auf X gedrückt. Oh, geh bitte wieder runter, Bastian. Ging das? Ding nicht vor und nicht zurück.
Wenn ich dich jetzt noch mal ganz nach vorn ziehe. So. Jetzt mich hier durchwitsche. So wird ein Schuh draus. Der angelt da bloß. Oh, verdammt, den habe ich gar nicht gesehen. Das war der letzte. Nun zurück zu den anderen. Da unten glitzert noch was. Ach nee, stimmt, da war ja auch einer drin. Ich falle besser nicht auf. Hä, wo zum Henker ist der denn jetzt abgedampft? Der Esel ist komplett irritiert. Einsteigen. Basim, du tollkühner Hund. Ich leiste nur meinen Beitrag.
Zusammen werden wir das Leid dieser Stadt beenden. El-Hul ist es, den du finden musst. Der Mann, von dem man nur hört, aber den man nie sieht. Was weißt du über ihn zu sagen? Und passt ja, dass er Ghul geschrieben wird. Er lässt des Kalifats in der Wüste graben. Gefangene, Aufständische, Arbeiter. Wonach er sucht, vermag ich nicht zu sagen. Diese Männer wurden vor Wochen mit Ali gefangen genommen. Dazu bestimmt, im Sand zu sterben. Ali nicht. Er kam woanders hin. Sie haben uns markiert und getrennt. Er war in einer anderen Gruppe. Sie wollten ihn befragen. Über dich. Und deine Freunde. Kannst du mir seine Markierung zeigen? Was hast du im Sinn? Ali und Nur kamen El-Hul nah genug, dass er es bemerkte. Wenn wir Ali finden, kann er uns zu El-Hul führen. Das ist ein Weg. Es könnte einen anderen geben. Ich gehe dorthin, wo diese Männer graben sollten, und gebe mich als Gefangener aus. Na, für Spaß. Bist du wahnsinnig? Nein, nur stur. Hier, nimm das. Ah, das sind Machtmünzen. Was fange ich damit an? Das ist eine Chitmatun-Münze. Jene, die ihren Wert verstehen, werden alles in ihrer Macht tun, um zu helfen. Diese Männer werden sich bei der Wassermühle am nördlichen Stadtrand sammeln. Ein Stützpunkt der Rebellen. Du bist dort willkommen. Allah schenke dir Erfolg. Möge Allah dich segnen.